Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Blackguard 2, wo wir jetzt 2 Tage etwas Pech hatten. Ich versuche es ein bisschen zu verbessern, indem ich mal bei den Sonderfertigkeiten die astrale Regeneration verbessere. Für meine AP, also beziehungsweise für meine beiden Magiebegabten, Cassia und unseren Zurbaran. Weil irgendwoher, ja, muss halt die Kraft kommen. Und das muss dann von den beiden sein. So, Ausdauerregeneration. Das braucht ihr jetzt gerade nicht. Ausweichen 2. Entschuldigung. Ich denke eh, dass Spezialfähigkeiten lernen bringt wahrscheinlich immer am meisten. Ausweichen 3. Und schon ist Naurim der Power-Ausweichmeister. Kampfreflexe, mehr Initiative. Verzauberung reduzieren. Ich weiß, ich hatte letzte Mal hier Tierkunde und sowas verbessert. Ist natürlich alles Blödsinn. Mehr Gold nach dem Kampf. Freie Aktion, Waffenwechsel. Huh. Toll. Größte Kriegskunst bedeutet, ich kann immer wieder die Waffe wechseln. Ich bin begeistert. Macht es Sinn, bei dir noch irgendeinen Zauber zu lernen für 150? Unwahrscheinlich. Die Affinität für eine bessere Rüstung mit Eisen drin. Ist ja auch eigentlich AP-Verschwendung. Ich will ja auch nicht, dass die Leute hier falsch geskillt werden. Obwohl ich das bestimmt schon mache. Das lohnt sich auch nicht mehr, obwohl nochmal ein paar Punkte in die Defense reinzupacken, ist vielleicht bei dem Magier gar nicht mal so verkehrt. So, in dem Sinne werde ich einmal kurz speichern, weil ich normalerweise mache, wenn ihr gerade nicht guckt. Naja, ihr habt einigen Kram an Müll noch hier. So, dann nehmen wir nämlich mal gewöhnliche Gürtel von euch. Ach, das kostet mich ja richtig schön Kohle. So, das Schild können wir verkaufen. Das Schwert brauchen wir auch nicht. Den Holzspeer, den brauchen wir auch nicht mehr. Das Beil auch nicht. Das Richtschwert, die brauchen wir. Das kann weg. Die Glefe kann weg. Die leichte Armbrust. Mengbill, Kompositbogen. Wir haben eh niemanden, der einen Bogen einsetzt. Zauberkosten reduziert um 1. Zauberreichweite plus 5, astrale Regeneration plus 1. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Inventar rein. Dann kriegt nämlich Takate kann dadurch offensiv und Schaden sehr profitieren. Dann kriegt er den. Und Cassia kriegt den Hakenspieß. Da freut sich dabei, die da auch mehr Initiative kriegt. Und den normalen Speer können wir verkaufen, oder? Na? Genau, ihr kriegt erstmal die gewöhnlichen Gürtel angezogen. Meine Nahkämpfer, weil ich habe im Moment keine Tränke. Dieses Skelett an der Schildkröte stammt wahrscheinlich aus einem Dschungel Südaventurien. Die Schildkröte schützt vor Verletzungen. Oh, das ist ein permanenter Bonus dann. Ja, dann zieht mal der Naurim die an. Soll ich das beim ersten Mal angucken gar nicht verstanden. So, und das ist kritische Treffer plus 10%. Dann bedeutet das nämlich, dass wir den auch einfach nur im Gürtel tragen müssen und kriegen dann den Bonus. Schön. So, 46 Dukaten haben wir noch. Lederharnisch brauchen wir nicht. Weil da fehlt mir eh der Lederhelm.
Und wirklich besser ist das von der Rüstung gegenüber den Sachen auch nicht. Rüstungsklasse leicht. Ist da ein Eisen drin verarbeitet? Ach, ist auch egal. Cassia behält erstmal den ganzen Mist. Nur was ich natürlich machen könnte, wäre Handschuhe zu kaufen für die. Oder haben wir noch Handschuhe? Nö. So, schäbigen Gürtel, den Kram können wir auch verkaufen. Schuhe, Robe, Hose, Robe. Handschuhe, Robe, die gibt es natürlich nicht. Kapuze und die Robe selbst. Gibt's auch nicht. So, gute Cassia, dann zieh mal die an. Stiefel hast du. Ich versuche jetzt wirklich meine Truppe nur kurz zu optimieren. Ein Traum. Und jetzt sollte es ja auch mit den Abenteuern klappen. Übersichtskarte. Das hier, böse, Zollfestung Akiza. Gehen wir nicht ran. Deshalb machen wir Höhe des Druiden, vor allem weil hier eine der Melodien sein soll. Ich bin gespannt. Inmitten des Tals von Pristima erhob sich ein einzelner hoher Berg. Hier hatte der Eigenwilligste der Schöpfer sein Domizil errichtet. Die Menschen nannten ihn den Druiden, denn er formte die Natur nach seinem Willen. Er schien Cassia zu erwarten. Denn als ihr Trupp sein Heim erreichte, öffneten sich stumm die Tore. Niobe zufolge erwarten uns Bogenschützen auf dem Wehrgang. Klingt nach einer Aufgabe für meinen Göttersohn. Ich werfe sie euch vor die Füße. Man darf gespannt sein. So, da oben ist ein Hebel. Alter, der Kampf sieht jetzt auch nicht nach Liebe aus. Vor allem gibt es hier keine Orgel, mit der ich arbeiten könnte. Niobe hat nicht gelogen. Überraschung. Versuche das Tor zu halten, damit Faramuts Verstärkung nachrücken kann. Ich bin begeistert. Wie sieht's aus, mein Freund? Man versucht das Tor zu halten. Was ist daran? Ah! Ach so, wie ich durch die Tür gehe. Ah, da oben sind unsere zwei Schlawiner. Takate und noch ein Bogenschütze von uns. Die wurden wohl irgendwie einfach so gesetzt. Ich wollte schon sagen, das Tor können wir doch nachher gar nicht mehr aufmachen, wenn hier oben keiner ist. So, du gehst mal nach da vorne. Und dann kannst du ja einen schönen Feuerball hier vorne hinschmeißen. Und die Deckung von denen gleichzeitig zerstören. Vor allem diese Mission ist trotzdem leichter als die andere und die hat einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Allein schon von den Gegnern.
Klar, es gibt hier lauter Baumwesen, aber die sind auch nur Stärke 2. Bei der anderen Mission hatten wir schon Stärke 3 Gegner. Merkst du was? stellen wir dich mal hier hin. Ah, ich versuche einfach, die hier hinten umzuschmeißen. Ach, das ist kacke jetzt. Ja, dann geh lieber auf ihn. Dann versuche ihn einzufrieren. Vielleicht kommt er das nächste Mal nicht genau bis zu uns. Ah, merkt schon, dass wir mehr als 3 Punkte jetzt regenerieren. Ich schicke ihn einfach vor. Was soll der Bogenschütze schon gegen mich machen? Wie viel Leben hat der noch? Noch sehr viel, okay. 50%, 100% Trefferchance. Dann gehen wir auf den da unten. Takate wird die Bogenschützen da links schon alleine schaffen. 69% Trefferchance doch nur. Arschlöcher, ey. Vier Leben. Der ist noch ein bisschen fitter. Versuchen wir erstmal die Wachen auszuschalten hier vorne. So. Ah, ich bin zu nah. Ah, Gott sei Dank. So, du bist eingefroren. War anscheinend die richtige Entscheidung von mir, das durchzuziehen. Versuche ihn umzuschmeißen. Sehr schön. So, der ist tot, der ist tot. Ah, da flieht der Sauhund. Takate, gehen wir auf den hinteren. Kannst du den da hinten erwischen? Nö. Warum auch? Dann mach Schaden auf ihn. So, brenn ihn weg. Nein! Ich fasse es nicht, da fehlt mir wirklich ein Feld. Nein, komm. Jetzt gebe ich ein bisschen mehr aus. Hauptsache, der Penner ist tot. So, jetzt konzentriere dich auf das Baumwesen. Oh, der lebt ja auch noch. Was hat der noch? 16. Danach sollten wir mit Cassia nicht mehr so viel Magie einsetzen. So, du kannst ihn direkt wegschlagen. Wer ist der Nächste? Ach, er hat auch aufs Schwert gewechselt. Ist mir egal. Ich lege jetzt einfach den Schalter hier wieder um. Wenn du oben nichts treffen kannst, dann greif auch das Baumwesen an.
was verdammt viel aushält. Hm. Tja, wer hat ihn daran hindern können, den Schalter nochmal umzulegen? Jetzt haut er bestimmt auf. Ha, da haben die Entwickler nicht dran gedacht, dass man bei Feuerschaden ja so ein Baumwesen auch wieder heute auftauen können. Na, kommt schon der Nächste. Naja, hat erstmal Spaß daran, Kisten kaputt zu hauen. Oh oh. Der Schlawiner ist aufgetaut. Da Kälte schocke ich ihn lieber nochmal. Wir können auch den Zwerg hochschicken. Geh mal einen Schritt hoch. Genau. Versuch die Lücke zu finden. Kritisch, 17 Schaden. So, 90% Trefferchance, dann sollte er auch fallen. So, guter Magier, du gehst auch einfach nur weg. Wenn der gleich von oben kommt, habe ich die Arschkarte. Aber ich finde, mein Hauptproblem ist eher, da ich keine Unterstützungstruppen kriege bis jetzt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das Tor offen halten muss dafür. Genau, einfach mal in die Seite von dem reinstechen. Jetzt überlege ich auch gerade, brauche ich den da oben noch? Eigentlich nicht, ne? Naurim kann jetzt unten bleiben, lieber. Sehr schön. Nächste Runde können wir das Tor aufschmeißen. Bogenschütze. Wir müssen jetzt ein bisschen Schaden austeilen hier. Tot ist das Mistvieh. Verpest wahrscheinlich wieder die ganze Umgebung. So, du stellst dich mal dahin. Naurim. Nein! Oh, doofes Kiste klicken von mir. Tor auf. Tor wieder offen. So, wo willst du hin? Geh mal zur Tür einfach. Da oben hilfst du mir nicht mehr. So. Zur Baran, ab dahinter. Oh oh. Er kommt. So ein bisschen erst wieder da Stimmung. Genau, friere nochmal ein. So, du kannst da einen richtig schönen Feuerball auf den schmettern. Auch in Bezug auf seine dämlichen Anhängsedinger, die er hat. Da kommen Unterstützungstruppen. Lauftakarte. Wird Zeit für Ruhm und Ehre für deinen Namen.
Unvergessen soll ich im Kampf sterben. Er ist eigentlich fast wie ein Klingone. Mir wäre lieber gewesen, der hätte mir ein paar Bogenschützen geschickt, anstatt Speerkämpfer. Obwohl sie nicht ganz so schlecht wie die Schwertkämpfer. Weil die Schwertkämpfer sind ja echt als... Die wären jetzt echt scheiße gewesen. Vor allem, wenn das Vieh hier mit seinem Giftzeug auf dem Boden... So, du gehst darüber, Naurim. Nein, er geht durchs Feuer gerade. Na, ist auch egal. Bleib da stehen. Du bleibst da oben stehen. So, warte ab. Das übernehmen jetzt die Söldner. Ich werde da gerade echt keinen Helden für opfern. Macht ja auch gar keinen Sinn. Vor allem die echte Frage ist, wie komme ich denn nachher dann noch durch? Jetzt steht der Zwerg natürlich gut da, ne? Ah, komm, Zwerg. Er kommt aus der Ecke und schreit. Tod ein Baumwesen. Und jetzt wird interessant, denn ich habe keine Ahnung, wie ich hieran vorbeikommen soll, ohne durch das Gift zu laufen. Wollen wir echt mal schauen, wie ich das machen kann. Vielleicht kann ich die ja verbrennen oder sowas, ich weiß es nicht. Nee. Ja, und das Gift hält für den ganzen Kampf. Oder, wenn ich einmal durchlaufe, geht das Gift wieder weg. Ich fülle jetzt erstmal wieder auf. Weil da rechts sind nur drei Gegner. Was sollen die schon machen, außer rumstehen? Ich warte mal eben ab. Weil ich will wirklich versuchen, mit einem Feuerball da so viel Schaden zu machen, dass die vielleicht verschwinden. Obwohl ich nicht glaube, dass die Entwickler an sowas gedacht haben. Aber die KI will ja auch nicht kommen. Also noch zwei Runden durchklicken.
Gucken wir mal, was es bringt. Nö, natürlich nicht. Ja, ich auch. Aber immerhin hält es nur so lange, wie ich auf dem Feld stehe. Okay, hier oben. Gehen wir durch drei Felder. Hier unten wäre es durch 3, 4, 5. Ja, wir müssen oben immer lang gehen. Willst du einfach mal probieren? Sehr schön. Da kriegt er schon 16 Schaden in der Mitte. Aber ich werde jetzt nicht drauf gehen. Wegen dem einen Schritt durch das Feld da. Wir müssen jetzt erstmal alle durchziehen. Gift. Naja. Und zwar nicht ohne, ey. Kriegt die Krise einfach bei sowas. Wer denkt sich so eine Kacke einfach aus? Nee, du musst noch warten. Warte mal hier an der Ecke. Du auch. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. Die Kisten braucht eh keiner. Tut mir leid, dass wir jetzt gerade noch so ein bisschen hier rumdümpeln. Aber ich wünschte mir doch, dass mein Team fit ist, wenn ich kämpfe. Jedenfalls relativ fit. Soll jedenfalls mindestens meine Leute da hier drüben haben. So, jetzt aber. Ist fast wie Exploiten, oder? Habe ich eine Rundenbegrenzung? Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt einfach zum Angriff über. Toll, ich kann die da nicht mehr angreifen, die in den Ecken stehen. Ja, schick mal die Speereinheiten vor, oder? So, du kannst doch bestimmt wieder einen Feuerball schleudern, oder? Hauptsache, dem seine dämlichen Dinger fallen da ab. An seinen Baumwipfeln. Damit will ich mit nichts zu tun haben. Wo ist eigentlich der Druide? Taucht der noch auf, oder... Kommt er später zu Kaffee und Kuchen.
So, frieren wir den wieder ein. Ah, jetzt kommt er rausgelaufen. Okay, durch die Anhöhung kann ich den immer noch treffen. Das ist wahrscheinlich auch der Druide an sich, oder? Es kann natürlich auch jeder x-beliebige andere Honk gerade sein. Aber er liegt gleich auch. Feuer frei. Hat aber auch keinen Schaden jetzt gemacht. So, du stellst dich mal bitte genau davor. Volle Power. Weiter. Cassia kann mal versuchen, den hier umzuschmeißen. Sehr schön. Dann hängt der nämlich hier auch fest. Au! Und die anderen können mit dem Speer schön da drüber stechen. Hat er geblockt? Er ist ausgewichen. Wie Weihnachten. So, da haben wir noch einen heftigen Schuss frei. Irgendwie macht die Musik mich gerade aggressiv. Innerlich kocht es. Ich habe dieses Gefühl, jeden töten zu müssen hier. Genau, leg mal bei der Karte Hand auf die Schulter und sag ihm, alles wird gut, Junge. Jeder darf mal stechen. Neue Runde, neues Glück. Das war's. Du willst wirklich durch dieses Zaubertor? Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Ein Traum. Ein Brabakmantel. Ach, wir nehmen eh alles. Cassia ließ das Domizil durchsuchen und plündern. Aber weder der Druide noch seine Schöpfermelodie waren aufzufinden. So durchschritt sie mit ihren engsten Vertrauten das Sphärentor. Tja, und hinterm Sphärentor wartet natürlich wahrscheinlich der Druide auf uns mit seinen Kreaturen, die wir dann beim nächsten Mal schlagen werden oder auch nicht. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao, euer Doc.